Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 36 von Voxel Tycoon. Ja, letztes Mal haben wir überlegt, dass wir hier diese Landfläche kaufen werden, was diese wahrscheinlich ist. Da gibt es Ressource Stein, die wir noch nicht haben, die brauchen Holz. Was wir haben, macht vielleicht ganz toll Sinn, dass wir da weiter dran arbeiten. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir, wie viel Geld haben, ob das reicht und schauen dann weiter, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir da mal rein. Ne? Also es kostet uns jetzt hier 1.266.000, wir hätten 100.000 über. Zack, wird gekauft. Bitte warten. Bitte warten. Alles klar. Borgentreich haben wir gekauft. So, jetzt ist unser Land ein bisschen größer geworden. Wir haben viel Wasser dazu bekommen. Wir haben diese Steinwüste dazu bekommen und diese Stadt halt, Borgentreich. Ja, und dann gibt es hier neue Regionen. 1,4 ist gar nicht so teuer. Diese konnten wir vorher bestimmt nicht sehen. Oh, die kostet auch 2 Millionen. Das war auch gut, dass wir den vielleicht nicht gesehen haben. Und hier, die sahen wir auch nicht. 2,4 Millionen wird auch teuer. Aber ich glaube, die haben wir schon gesehen. Ne? Da müssen wir dann hin. Aber da gibt es hier Eisenerz, was wir glaube haben, und Kohle brauchen die. Gut, das bedeutet jetzt ganz einfach, dass wir hier einen weiteren Anschluss machen müssen zu dieser Stadt. Gefres Nord. Wo fährt unsere Eisenbahn hin? Mitten hier rein, ne? Die da weiterleiten ist natürlich schwierig, was wir da gebastelt haben. Die wollen da Holz haben, ne? Dann würde ich jetzt mal ganz einfach sagen, Straße erstmal anschließen. Geht da schon mal nicht. Geht da auch nicht. Wieso geht das nicht? Da wird es gehen. Ah, schade. Machen wir so, ne? Jetzt ist die Stadt schon mal angeschlossen. Morgenteich. Läuft, läuft. Wir sollten jetzt gucken, dass wir einen LKW mit, was wollten die haben? Holz, ne? Ja. Holz dahin kriegen. Holz-LKW gibt's hier. Der steht jetzt hier gerade und kriegt da eine neue Lieferung. Ich hoffe, der fährt dann auch los. Machen wir eine Stufe schneller. Ja, der läuft. Die anderen LKWs fahren auch schon dahin. Passt erstmal, ne? Und da steht schon der nächste, dem die Ladung fehlt. Ja, fahr du mal erstmal weiter, hat ja anders keinen Sinn gerade, oder? Heubach West. Der wartet jetzt auf Holz, welches gar nicht kommt. Hier stehen ja jetzt die anderen noch dran, ne? Ist das nächste, was auch schlecht ist. Hier noch ein Gleis vorbeifahren. Ist vielleicht auch nicht so dolle. Lass uns erst einen LKW kaufen, der die Holzstämme dahin bringt. Depot ist hier. Vielleicht steht hier sogar noch einer drin, ne? Nee. Können wir uns leisten. Kaufen wir. Ach so, ja, den LKW haben wir gekauft, ja. Aber wir müssen ja auch hier noch laden, ne? Terminal. Güterterminal, ja, geht sogar hin, wenn. Wäre da für 33,1. Ist ein klein bisschen teurer, aber wäre im Bereich des Machbaren. Jetzt haben wir noch 61.000. Halt hinzufügen. Der soll jetzt erstmal hier hinten holen. Ja. Hier hinzufügen. Laden. Vollladen. Halt hinzufügen. Da hinten auch entladen. Entladen. Passt.
Speichern als Holz zu Borgentreich Süd. Okay. Und starten. Auto ist weg. Der fährt. Der kann zu. Und läuft erstmal. Jetzt ist nur die Frage, wann das hier so klappt. Wir müssen definitiv wohl da hinten noch einen Zug haben, der uns das Material bringt. Weil das läuft jetzt gerade nicht so dolle, ne? Aber, ja, 102.000 ist noch nicht so viel, ne? Das ist ein bisschen wenig. Eine Lok kostet schon ziemlich viel, ne? Ja, 128 wenigstens, aber wir haben immer die schon gekauft. Mach mal zu. So, das heißt, wir müssen gucken, dass hier dieses immer schön rund läuft, was es gerade nicht so tut. Ah, der war gerade da. Fahr du mal weiter, mach das mal zu, mach den mal zu. Weil wenn die nicht fahren, dann kein Geld. Auch wenn die jetzt mehr Geld kosten, aber die anderen bringen mehr Geld ein. Jetzt kommt da ein LKW, der wieder was für die anderen mitbringt. Das läuft aber erstmal. Kommt ein anderer Zug schon hier ran? Nein, der steht noch nicht parat. Das heißt, der muss leider auch noch fahren. Welches Fahrzeug ist denn das, das da kein Geld einbringt? Erster März, 10. März. Dieser hier ist das. Da fährt er also falsch. Also das ist der, das heißt, schick den zum Depot, zum nächsten Depot senden, weil das nichts bringt, weil es hier gar nicht mehr sowas läuft. So, jetzt ist noch die Frage, Logistik hier. Aha, da. Okay, jetzt haben wir den zurückgeschickt, den hätten wir da hinschicken können dann. Jetzt fährt er erst ins Depot. Lassen ins Depot fahren, das wird schon klappen. Okay, die brauchen solche Holzplatten. Können wir die überhaupt schon bauen? Ich glaube nicht, ne? Was macht denn unsere Forschung? Wo war unsere Forschung? Da. 40 von 135. Naja, das ist auch nicht so prickelnd gerade, ne? Fährt denn einer hier mit Holzbrettern hin? Müsste hier abgeliefert werden, ne? Ne, da ist jetzt keiner, der Holzbrett. Doch, die sind da. Da, doch, der hat sie gebracht gerade. Das heißt, hier läuft es auch wieder. Okay, da gibt es ein Fahrzeug, was dahin fährt. Statistiken. 5 angeliefert. Details. Bringt da Holz hin. So, nächster Zug kommt. Sollte jetzt hier wieder fahren, ne? Ja. Was macht's Geld? Wir können tatsächlich eine Lok kaufen, wenn. Und das mit den Anhängern wird so ein bisschen knapp, ne? Kaufen wir noch dazu. Die können nur 5, die können 8. Holzstämme. 23.000 sieht gerade gut aus, oder? Aber das schütt gut. Das, das und den noch dazu? Nee. Wie viel hat der andere denn? 5 Anhänger. Das heißt noch einen mehr. So, 281.000 haben wir noch nicht. Aber dauert nicht mehr lange, dann haben wir die. Es läuft auch gerade gut hier mit dem Geld, so wie es aussieht. Gucken wir mal gerade, wie es hier so ist. Aha, da steht wieder so eine Riesenschlange, aber es wurde gerade was geliefert wohl. Es fahren auch gerade ein paar. 270. Schwierig. Ja, die fahren alle, das ist schon mal gut. Und der steht. Fahr du mal besser. 280, ah, grüner Balken. Aber ich will dann 300.000 haben.
Weil das ist mir zu riskant, wenn ich dann auf 0 komme. Das war eine Hupe, ne? Fahr du auch weg. Da kommen noch Kohle und das andere. So, jetzt können wir kaufen, weil der andere 300.000 hat. So, jetzt müssen wir dem nur einen Plan geben. Und der Plan wäre der gleiche, wie der hat. Holz zu Gefräß Abzweig. Holz, Gefräß, Abzweig. Und starten. Und der fährt hoffentlich da hinten hin, ne? Und dann müssen wir hier jetzt noch eine Ausweiche bauen. Gleise. Gleise. Es erscheint mir jetzt nicht so prickelnd, wenn das so läuft, aber da könnte es gehen, oder? Nee, da will er nicht. Aber da will er. Aber da will er wieder nicht. Oh. Auf ein neues. Gleise. Ist die Länge passend? Ich will es hoffen. Signale. Signale. So, ich hoffe, die fahren jetzt beide mit Lieferung dahin. Der eine wurde gerade entladen oder wird gerade entladen und der steht jetzt hier und hat kein Holz. Okay, wird weiter entladen. Funktioniert super hier, ne? Das ist schlecht, was hier gerade so abgeht. Also hier ist definitiv keine gute Lösung. Also dass die hier warten, bis sie voll sind, können wir uns nicht leisten eigentlich, ne? Der auch nicht. Jetzt ist der Zug wenigstens leer und der andere steht hier aber schon, ne? Ja. Jetzt müssen wir gucken, dass das besser wird. Das kann zu, das kann zu. Fahrzeug ist unrentabel. Ah, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir müssen das Unrentable mal demnächst machen mit, ne? Anderen. Hier, das. Ah, kurz vor der Insolvenz, weil es keine Bretter gibt. Wie lange dauert das noch? 178 Tage. Haben die denn hier logistisch was? Da. Berg ist Abzweig, da müssen Bretter hin. Wo ist unser Zug? Da. So, das bedeutet, der kriegt jetzt was anderes als das. Nämlich Bretter. Und dann kriegt er noch einen anderen Fahrplan. Bearbeiten. Wirges. Abzweig muss das sein. Das heißt, den schmeißen wir weg. Und dann kommt der dahin. Entladen. Vollladen. Okay. Wo ist er? Da. So wollte ich den aber nicht angucken. So, jetzt fährt er dahin und bringt da erstmal schon mal was hin. Das Geschäft hat die Schwierigkeit mit der Versorgung von Holz gesunken. Ah, das ist das. Das heißt, da muss definitiv ein zweites Fahrzeug drauf, ne? Ah, da unten haben die erste Holzlieferung wohl gerade erst erhalten, ne? Kann das sein? Wir haben aber genug Geld, um noch einen Wagen zu kaufen. Die stehen jetzt hier in der Schlange. Ich möchte jetzt aber noch so einkaufen. Kaufen wir. Und der muss bearbeiten. Nee.
Individuelle Route und das ist Holz, Borkenteich Süd. Leer. Und da, da, Holzstämme. Fahren. Gut ist. Und der muss irgendwas anderes noch haben. Hm. Kriegen wir auch noch hin. So, jetzt machen wir hier mal eine Pause. Weil Fahrzeug ist unrentabel und gucken, welches das ist. Eins von denen jetzt hier. Okay, aber das ist das da wahrscheinlich, ne? Wo fährt der denn hin? Weg ist abzuwärts an der Mellerichstadt Nord. Und hier gibt es gar keine Holzabnehmer mehr wahrscheinlich, ne? Nö. Das bedeutet, den setzen wir auf die Linie, die hier hinfährt. Wirgesabzweig. Bretter, Wirgesabzweig muss das werden. Holzbretter, Wirges. Anbau. Wirgesabzweig. Holzbretter zu Wirgesanbau? Nein. Holz, 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 Holz. Eisen, Eisen. Holz zu Borgenteich Süd, Wirgesabzweig. Wirges Nordwest, Wirges Mellerichstadt. Anbau, Heubach, Mellerichstadt, Wirgesabzweig, Holzträger. Holzträger zu Wirgesabzweig, aber das ist schon richtig. Wo ist das Fahrzeug jetzt? Hier. Das wäre erstmal richtig. Wir sind nicht in der Pause, oder? Doch. Nee, wir sind nicht in der Pause. Warum läuft das jetzt gerade hier nicht? Der weg. So, der fährt jetzt mit Brettern dahin, wenn ich das so richtig sehe. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie wir uns das vorstellen. Nee. Der fährt jetzt nach Mellerichstadt Nord. Warum fährt er da noch hin? Gefräßabzweig. Bearbeiten. Das ist jetzt irgendwie falsch. Der muss hier hin. Da. Halt hinzufügen, den da. Entladen. Voll. Okay. Und startet, oder? Und wo ist er jetzt? Steht da im Stau. Super. Weiter. Und der Zug bringt das. Den zweiten haben wir gar nicht eingestellt. Was bringt der denn? Auch das geht aber. Obwohl, Holzträger sind immer alle, ne? Sind aber auch zweimal Holzträger drauf. So ist nicht. Aber jetzt, was fehlt jetzt? Wieder Holzträger. Ja, kannst du das mal wegmachen hier? Ja, das brauche ich gerade nicht. Ey, jetzt nicht. Das nervt. Das muss alles weg. Oh, jetzt stehen die hier schon Schlange. Weil da wieder nicht gefahren wird, ey. Bearbeiten. Und nix. Und okay. Hat anders keinen Sinn, denke ich. Dann gibt es halt unrentable Fahrzeuge momentan. Kann ich auch nicht ändern. Jetzt steht da wieder einer. Bearbeiten. Und leider geht voll nicht. Jetzt stehen sie hier auch noch. Ah, der kriegt jetzt wieder was. Das rollt jetzt wieder. Das weg. Ja, den Wagen haben wir noch, der muss noch hier irgendwo untergebracht werden. Der Zug wird hoffentlich entladen. Es ist jetzt gerade dunkel geworden, ja, sehr schön. Die LKWs laden und fahren weiter. Ja, das ist erstmal gut.
Hier müssen wir gucken, ob das sich dann auch ausgeht. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video ladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis dann. Ciao.